So. Haben wir aber einiges schon geschafft. Kostüme werden produziert. Haben wir dann eine Plusproduktion? Plus 1. Aber ich glaube, wenn ich noch eine weitere Samba-Schule mache, ist glaube ich schon wieder knapp jetzt. Wie groß ist eigentlich die Reichweite? Oh, die ist schon groß. Heilige. Die ist aber sehr groß. Und hinten bringt eine Samba-Schule nichts, weil da kein Artist ist das denn. Wobei, profitieren die Journaleros auch davon? Okay, Journaleros können auch in der Lebensqualität nicht von profitieren. Aber die Obreros. Und das bringt uns dann mehr Obreros, wobei wir davon haben wir gerade eh 1,7, also ist das eh egal. Oh. Es könnte... Vielleicht ist es eine dumme Idee, ich mach's jetzt aber einfach. Das Ding ist, du kannst mich nicht aufhalten, weil du gar nicht weißt, was ich gerade mache, ne? Ach, richtig. Oh, shit. Komm schon. So schaffen wir nicht mehr. Schade. Ich habe versucht, auf 6000 Artistas zu kommen. Mir fehlen noch 600. Alter, wie viele Artistas wir mittlerweile haben, ey. Generell, wenn man hier rüber schaut, und wir haben eine Bevölkerung von 97.000. Also kurz vor den 100k sind wir auf jeden Fall. Heavy, 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 ey. Krass. Wir haben auch, wenn ich gerade mal so schaue, mit Abstand die meisten sind 21.000 die Arbeiter. Danach kommen dann die Obreros mit 15.000. Und die Investoren sind die drittgrößte Bevölkerung auf unserem, in unserem Reich. 14.000 Investoren, das mag man gar nicht glauben, ey. Und jetzt fehlen mir natürlich wieder Obreros, das war ja klar, nachdem ich so viel aufgewertet habe. Doch ein Teufelskreis bei dir, ne? Ja, ja. Deswegen ist, ich möchte natürlich jetzt schon gerne irgendwie das Stadion haben, weil ich so nah dran jetzt bin, weißt du? Na, was willst du denn machen? So, ich weiß aber, stimmt, ich weiß, was ich jetzt machen werde. Ich werde erstmal hier die Ziegeleien einmal umsetzen, weil die störe. Also die Lehmgruben sind aber auch blöde platziert da, ey. Das muss ich einfach nochmal so sagen, ey. Mittendrin da. Wie kann man... Ich werde trotzdem jetzt hier wahrscheinlich ein bisschen versuchen zu verschönern. Ein großer Moment für uns alle. Oha, da schauen wir nochmal kurz mit. Nochmal schnell ein Schlückchen. Ah, guck mal hier, das sind doch schöne Sachen. Tyrannosaurus Rex, imperiale Galionsfiguren und Tempel von Nafir Diorama. Nice. Sind schon nice Sachen. So. Wie machen wir uns jetzt mal dieses Ding jetzt hier? Das ist mir auch schon lange ein Dorn im Auge hier. Tipptopp. Tipptopp, top, top. Sehr schön. Weitere Ziegelei haben wir, glaube ich, hier nicht mehr. Ich glaube, ich setze mich jetzt an die Hacienda auf der Hauptinsel. Okay, Wuff, ja. Einfach nur, damit wir sie da auf der Hauptinsel haben, weil damit kannst du, glaube ich, viele schöne Sachen machen. Dann ab geht's. Jetzt ab geht's. So. Gern einmal so. Mal hier den hier machen. Zack. Es mangelt an Arbeitskraft. Ja, die Techniker fehlen gerade irgendwie, ne? Drüben, ich schau mal kurz. Klarer Himmel. Warum ist die Frage? Könnte durchaus noch kälter sein. Weil die keinen Pemikan mehr haben. Also das kommt immer zu knapp. Was darf es sein? Na toll. Das heißt, wir müssten eigentlich hier einfach mehr Pemikan produzieren. Naja, aber darum werden wir es irgendwann. Werde ich mich einfach anders kümmern, ne? Jetzt gerade bin ich mal woanders. Um mich mal der Verantwortung zu entziehen hier. So. Obreros können wir mal wieder ein paar. Wir können wieder ein paar generell zu Obreros machen. So rum. Hier drüben. Auch diesen Haufen hier noch. So. Wunderbar.
Ich schicke mal gleich ein paar Maschinen in die neue Welt, das geht ja gar nicht mehr. Wir brauchen generell auch viele Frachtschiffe in der neuen Welt. Das geht auch nicht mehr, finde ich. Erstmal brauchen wir Dampfmaschinen, ich schicke mal 300 rüber. Oha, Ansage. 300 Stück, da lässt er sich auch wieder nicht lumpen, ey. Da kriegen wir nicht nochmal eine Reihe da hier nochmal hin. Ich wollte zwei hier so, ne? Parallel aneinander vorbeilaufen lassen, aber das ist, glaube ich, nicht so ganz möglich. Hm. Dann machen wir meinetwegen sonst ein bisschen mehr hier, dann können wir da ein bisschen mehr Platz nutzen. Die auch endlich mal hier wegnehmen, weil die stürmen ja schon ein bisschen das Landschaftsbild. Also drei Dampfschiffe haben wir gerade übrig. Hast du schon die Baumwollroute erneuert? Zwei habe ich neu reingemacht, da kann ich natürlich nochmal komplett. Ja, mach mal komplett dann dicht, weil wie gesagt, Baumwolle werden wir sowieso brauchen en masse. Früher oder später. So. Dann würde ich sagen, versuchen wir doch hier mal die Hacienda zu bauen, ne? Wir haben ein schönes, kreisförmiges, sage ich mal, ovales Gebiet. Leicht erhöht. Wenn wir es hier reinsetzen einfach mal. Dann bauen wir dann hier eine schöne Brücke aus Stein, ist ja klar. Wir kappen mal kurz, gibt das hier vielleicht noch schön... Geht, na, doch geht auch so, wollte gerade sagen. So. Was ist denn jetzt los, Alter? Oh Gott, richtig Krise. Schon. Minus 200 Journaleros, minus 177, minus 200 Obreros. Warum? Entschuldigung, die Ponchos. Die Ponchos sind das Problem. Ich war zu heavy mit dem Aufwerten, aber auch einfach, muss ich sagen. Alter, jo. Diese. Ist ja alles abgerissen. Was habe ich gemacht? So. Ja, kümmern wir uns sofort rum um den Spaß. Köhler rein, aber bitte hier fix runter. Hm. Meinetwegen erstmal auch so, bitte. So. Wunderbar, wunderbar. Auch so. Wieso fährst du denn so rum? Leute, wieso wird das nochmal abgeschossen? Ich nehme an, du meinst irgendein Schiff, was einen ganz komischen Weg, einen ganz komischen Weg einschlägt, wa? Minus ja, 600 von beiden. Berichtet. Bitte was? Okay, ja gut, wenn die Ponchos natürlich fast komplett fehlen, dann sind es natürlich auch plötzlich so hohe Zahlen im Minus. Ein letzter Blick. Guck mal kurz in die Zeitung rein. Ja, hier, zack. Der Gnadenstoß. Moment. Wir haben ein Schiff verloren? Ja, alles gut. Das, ist nee, eine Auslese, die Insel hat wahnsinnig viel. Okay, hast du Frachtschiffe? Darf ich noch Frachtschiffe entbehren? Wenn da noch eins übrig ist, ja. Ja, ich nehme es mir direkt. Ich muss dann doch nochmal hier für die gebackenen Bananen, Ponchos und Tortillas, wo muss ich noch ein weiteres Schiff ransetzen. Ja. Da, es liegt nicht an den Ponchos. Es sind genug Ponchos da, aber die kommen nur einfach nicht an. Ist auch stark, ne? Komm, ich mach mal kurz, um das Problem schnell zu lösen, benutze ich mal kurz das Luftschiff hier. Wir sind unterwegs. Problem vorläufig jetzt erstmal in den Griff zu kriegen, weil minus 500 Bevölkerung von den beiden, das ist eine Ansage. Das merke ich gerade überall. Ah. Übrigens, wie sieht es eigentlich jetzt mit den Kostümen aus? Ist eigentlich irrelevant mit den Kostümen, fast schon wieder, kann man sagen. Ja, 53. So, wir können auch easy eine weitere Samba-Schule, glaube ich, unterhalten. Mehr brauchen wir da auf jeden Fall nicht mehr produzieren. Weil die haben so eine riesen Reichweite, diese Samba-Schulen. Das ist echt krass. Da sind die wahrscheinlich die Kinos auch sehr groß von der Reichweite, möchte ich meinen. Zumal denn, wie gesagt, ne, Journaleros profitieren nicht ansatzweise von der Samba-Schule. Nur die Obreros.
Aber die geben nochmal gut Geld und nochmal ein bisschen Bevölkerung hier. So, sind wir wieder ein bisschen im Plus, aber wahrscheinlich jetzt nur, weil ein paar Ponchos wieder da sind. Erst sind die Bevölkerung wieder im Plus, ja. Das Lager ist voll. So. Hacienda. Die Frage ist, wie fängst du denn bitte mit der Hacienda an, ey? Mich damit, das ist ja ein ganzes DLC gewesen. Damit habe ich mich so wenig auseinandergesetzt. Ja. Da haben wir auch letztes Mal aufgehört. Ja, genau. Da haben wir das letzte LP beendet. Ich entsinne mich. Warte mal. Verringert den Lebensmittelverbrauch von Bewohnern. Das heißt, die Hacienda muss in der Nähe der Stadt sein. Ist auch deswegen gerade alles noch ein bisschen mehr zusammengebrochen. Keine Ahnung. Ja, da muss ich ja Hacienda doch irgendwo näher ransetzen. Ich weiß aber nicht wo. Da muss ich kurz mal schauen hier. Muss ja ein schöner Place sein. Auch wenn man natürlich mit direkter Stadtanbindung. Also hier wäre ja am perfektesten, ne? Ja, hier wäre schon am besten. Gut, dann müssen wir dann doch nochmal hier dieses, das Ding einmal komplett einmal umbauen. Ist dann halt einfach so, ne? Mal radikal als zerstören, bitte. Aufgeschissen. Machen wir einfach so. Dann nochmal wieder hier. Wunderbar. Ah, jetzt stimmt, das Ding braucht ja auch hier eine Straße, das wäre ja auch nicht verkehrt. Es mangelt an Arbeitskraft. Ja, gut, ein bisschen Arbeitskraft fehlt, man kennt das doch. Ah. Wunderbar. Mhm. Ja gut, was ist hier? Bauxit, ja. Können wir meinetwegen hier eine kleine Lücke lassen dafür. Und dann hier würde ich sagen, gönnen wir uns mal ein bisschen Ornamente. Ja, ein bisschen viel. Und hier auch nochmal ein bisschen was. Haben uns auf jeden Fall wieder gut Platz geholt jetzt hier für die Hacienda, weil den Platz brauchen wir auf jeden Fall. Wenn wir da was Ordentliches machen wollen. So, sagen wir, wir bauen die, versuchen die mal so mittig zu bauen. Hier führt der Weg natürlich direkt durch. Machen wir sonst so. Bam. So. So. Dann haben wir eine direkte Verbindung einfach. Sehr schön. Dann haben wir hier Platz tendenziell dann jetzt für die Hacienda. Ja. Ja, der Platz wird ja aber auch safe reichen. Weg hier rüber. Und dann schauen wir mal. Nein! So rum, sorry. Irgendwie Angst, da direkt irgendwas Falsches zu drücken, ey. Deswegen, ich weiß ja nicht mehr, wie lange ich das machen soll, den Weg hier. Ich habe keinen Plan. Ich habe mich damit noch so wirklich so 0,0 auseinandergesetzt. So, dann so, dann sind wir hier symmetrisch. Hacienda-Pflaster, Hacienda-Unterkünfte. Weil wir können ja auch Atole und hier Chili-Soße herstellen. Das gibt's ja auch noch, Alter. Ein paar Unterkünfte. Obereros-Unterkünfte gibt's auch. Lagerraum. Artista-Unterkünfte gibt's auch. Hacienda-Farm ist das, was wir brauchen. Genauso wie die
Ne, warte mal. Ich weiß nicht, was wir für die Atole und die Chili-Soße brauchen. Können wir das hier schon irgendwo einsehen? Wahrscheinlich können wir nicht. Das war ja wieder typisch. Können wir wahrscheinlich machen, wenn wir die Brauerei gebaut haben. Pass mal auf. Brauereikatalog. So, wir wollen Atole machen. Was brauchen wir dafür? Zuckerrohr und Mais. Dafür können wir Farm an sich machen. Und Chili-Soße brauchen wir. Wen wundert's, Gewürze. Aber Chili-Soße brauchen wir halt nur eine Zutat. Die können wir relativ schnell, ich sag mal, ins Leben rufen. Und die Unterkünfte sind direkt draufgegangen, weil die nicht mit der Straße verbunden sind, oder was? Frechheit. So. Brauereien. Wie schnell produziert ihr denn theoretisch? Steht hier wahrscheinlich gar nicht, ne? Vorsicht, Hefe. Mach dir deine protzigen Schuhe nicht dreckig. Ich weiß nicht, wo ich das jetzt hier gerade sehen kann. Aktueller Prozess, Verarbeitungszeit 2 Minuten. Achso, okay. Dann gehen wir mal zur Farm. Also, die haben die echt schön gemacht, ey. Kannst es ja einfach nicht leugnen. So. Nutzpflanzenauswahl. Bitte Gewürze mit dem Anbau beginnen. Ach, guck mal, ich kann den natürlich jetzt auch nicht einfach... Doch, Felder kann ich bauen. Wollte gerade sagen. Theoretisch kann ich das auch noch mit Traktoren versehen und Düngersilo, aber scheiß mal auf Traktoren. Aber Düngersilo würde ich schon nehmen. So. Machst mal auch Gewürze. Wie lange braucht ihr denn eigentlich? Können auch gleich mal schauen. Keine Felder, keine Arbeit. Keine Felder, keine Arbeit. Das ist vollkommen richtig, Kollege. Passt perfekt. Warte. Das kriegen wir rein. Was ist jetzt hier das Problem? Außerhalb des Einflussbereichs der Hacienda? Das ist absolut gelogen. Von der Überfahrt zurückgekehrt. Das ist ja mal mehr als nur Fake. Warte mal, muss ich gerade selber mal ein bisschen gucken. Der Weg zählt doch, oder nicht? Warum? Ist das egal, ob hier rum der steht, oder? Ist egal, ich wollte nur mal testen tatsächlich, ob das wirklich egal ist, aber ist egal, na gut. Dann reißen wir das wieder ab. Habe ich eine andere Idee. Ich habe das Gefühl, das wird sehr viel Try and Error hier. So, dann wieder den Weg. Auch interessant, dass du nur eine gewisse Anzahl an Weg einfach hast. Ach, Lagerraum. Natürlich. Ja, klar, haben die keinen Lagerraum hier. Ergibt ja voll und ganz Sinn. Weil den kannst du ja auch noch hier bauen. Da. Nee. Nee, das war falsch. Mal her hier. Ah, schon wieder verklickt. Da. Das müsste dann jetzt gehen. Jetzt brauche ich nur halt die Felder. So, guck mal, wie viel wir hier so machen können erstmal. Ah. Schon in Ordnung. Genau, gib mir nochmal Hacienda BD. Das ist ja so anderer Stuff, der erstmal nicht juckt. Ist von der Überfahrt zurück. Wo sind denn die Ornamente? Da gab es ja auch hier Ornamente. Jetzt gib mal her. Da. So. Ah, schöne Sachen haben die da wieder, ey. Mann, Mann, Mann. Machen wir mal hier bis zum ganzen Ende. Vielleicht kriegen wir das ja irgendwie voll. So. Bam. Also mit der Hacienda, ich empfehle dir auch auf jeden Fall, einmal eine Hacienda irgendwo zu bauen. Damit auch die da reinzufuchsen.
Ja, ja, aber auch einfach, damit du auch mal die Erfahrung gemacht hast, weil ich finde das sehr interessant. Ja. So. Chili-Soße, meine Freunde. Produziere ich doch jetzt, ne? Ja. Wie schnell ist hier der Rhythmus? Eine Minute, die Dinger brauchen wie lange? 2 Minuten, ne? Das heißt, du brauchst eigentlich dann 4 Brauereien, da sehe ich das falsch. Ja, dann theoretisch brauchst du 4 Brauereien. Ah. Oh. Ja, guck mal, die können wir dann doch hier... Warte mal, die setzen wir woanders hin. Versuchen wir mal hier ein bisschen zu spielen damit. Da. So, warte mal. Hier vielleicht dann? Ne, wir bauen hier einen hin. Nee. So. Ich wollte gerade sagen, das geht doch bestimmt. Hm. Können wir auch schon mal den Katalog hier einmal ergänzen? Du machst bitte auch Chili-Soße. Ich weiß gar nicht, wie viel wir brauchen. Wir machen erstmal ein bisschen was. So. Unterkünfte können wir generell mal ein paar machen. Das ist nicht dramatisch. Auf jeden Fall merke ich eins. Wir brauchen Platz. So. Ich wollte ja sowieso hier nicht sowieso das Ding im Weg. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Oder so nicht lang. Die Lehmgrube einfach da alles versperrt. Aber auch der Weg, der Berg langsam da gleich in den Weg kommt irgendwie. Wenn ihr wisst, wie ich meine. Ja, aber so, dass wir so unser eigenes kleines Reich irgendwie haben, finde ich. Doch, doch. Aber ich würde sagen, da machen wir mal nächste Folge weiter. Ich würde sagen, wir beenden dann mal jetzt hier die Aufnahme. Wir hoffen natürlich, dass euch die Folgen Anno 800 bisher gefallen haben. Sowieso natürlich auch. Wir sehen uns dann, euch dann bei der nächsten Folge wieder. Habt ihr mal einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal und haut rein. Tschüss.